Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Bioshock Remastered Folge 4, da ich die Folge 2 in zwei Teile schnibbeln musste, weil die war eine knappe Stunde lang, das dachte ich, das mache ich nicht. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Okay, Bro, das machen wir so. Aber erstmal. Ja, was war letztes Mal? Jetzt hat er mir natürlich voll reingelabert, wo ich das am Erzählen war, von wegen die Serie, die Folge da Dingsen. Also, wer es gesehen hat, wer es nicht gesehen hat. Miese Brise, was da abging, ne? Ich sag's mal so, erstmal... Da kaufen wir nix erstmal. Erstmal Bosskampf. Und nach dem Bosskampf noch ein fucking Big Daddy Kampf. Das war ziemlich böse, war das. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Können wir hier was tauschen oder was machen? Ah, nee, warte. Nee, stimmt, wir haben ja... Ah, da kann man dann nur tauschen. Ich kann da noch nichts freischalten, nur umtauschen. Ich habe, glaube ich, momentan eh nichts zum Umtauschen. Ich habe überall nur zwei oder eins. Hätte ich gesagt, wir gehen mal vorsichtig weiter. Oder wir kaufen uns vielleicht doch noch schnell ein bisschen Eve. Vier Stück mal. Ich weiß nämlich nicht, was auf uns zukommt. Und ich bin ein bisschen schwach auf der Brust, was Eve betrifft. Dieser Steinman-Bosskampf plus der Big Daddy gleich hinterher. Da liegt so eine Little Sister-Spritze, ne? Das hat in der letzten Folge böse Ressourcen gefressen. Auch munitionstechnisch. Oh Gott. Oh Gott. Hat er mich schon gehört? Oh je. Hallo? Wo ist die? Ah, die ist da. Ah, ja. Wenn die mir jetzt gleich auf den Kopf springt, dann ist aber vorbei. Ich sag's euch, dann endet die Folge hier gerade. Dann ist fertig. Bleibt bloß da oben. Gott, oh Gott. Hören Sie doch auf! Mich zu nerven! Ja, nein. Ich habe nicht genug. Oh Gott. Ich habe nicht genug Ressourcen und nicht genug Nerven, um jetzt gegen dich zu kämpfen, mein Freund. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Oh Gott. Was ist mit dem Fisch hier los? Ey, Fisch. Geht's dir gut? Musst du ins Wasser? Das juckt ihn nicht. Da drüben liegt noch einer. Was geht hier ab? Ich dachte gerade, die kommen wieder. Yes. Ich dachte gerade, die kommen wieder hier hoch. Bin ich jetzt hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da steht ein Geschütz. Wieso gehst du auf mich los? Hör mal auf, du. Das Ding hack ich mir jetzt aber schön. Hallo? Wieso konnte ich dich nicht hacken? Menschenskinder. Was ist da? Was kaputt oder wie? Das hatte ich auch noch nicht bis jetzt. Da schauen wir mal, wie machen wir das am besten. Hoch, rüber. Das muss ich aufdecken. Ah, da haben wir schon. Gut. Dann hätte ich gesagt, du hier hin und du hier hin. Und dann fertig. Jo, jetzt gehörst du mir. Gott, ich muss mich nur heilen. Ärgerliche Sache. Was ist jetzt hier los? Ich will eigentlich ungern jetzt... Hör bloß auf, geh nicht auf mich los. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich meine, ich habe hier ein Geschütz, das eventuell nicht von ihm attackiert werden kann.
Ich weiß nicht, ob wir es probieren sollen oder nicht. Jetzt haben wir eh schon angefangen. Kriegt der wenigstens Schaden? Oh Gott. Ja gut, das war's dann wohl mit meinem Geschütz. War wohl doch nicht die geilste Idee, die ich hatte. Geht der auch wieder oder nicht? Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt man hier hoch? Oh, Bandagen, sehr schön. Hier kommt man wohl nicht hoch. Nein. Klasse. Das bedeutet... Bitte hör auf mich loszugehen. Ich möchte hier nur wieder raus, okay? Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Was ich gemacht habe. Hey, junge Dame. Immer ein bisschen vorsichtig, bitte. Hör doch auf jetzt, bitte. Ich möchte das nicht. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die betrifft meine Telekinese. Jesus Gott, so nicht. Nein, nicht den... Nicht den Stuhl, mach den Stuhl da weg. Ich kann die wohl nicht aufheben. Nur wenn er sie wirft wahrscheinlich. Oder wenn er sie schießt. Oder? Ja, eine Leiche, okay. Da, komm. Wirfst du jetzt Granaten nach mir oder nicht? Oh Gott. Ach ja, das hat funktioniert. Er darf mich halt nur nicht treffen mit seinen Schüssen. Sag ich und werd getroffen. Schön. Schöne Sache. Ja, nice. Schießt du jetzt wieder oder nicht? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich bin... Ich hänge fest. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja. Schön, ich hänge in diesem komischen Graben fest vom Geschütz. Das ist natürlich sehr nice. Ich wurde an der Vita Chamber wiederbelebt. Schöne Sache. Oder auch nicht. Ja, jetzt haben wir halt nichts mehr. Menschenskinder, dann kaufen wir uns jetzt mal noch ein bisschen hier Heilzeugs. Das muss aber reichen. Ich will nicht alles rausfallen, was wir dabei haben. Dann hätte ich gesagt, wir lassen den guten Big Daddy lieber in Ruhe. Die gute Frau ist auch wieder da, ne? Hör bloß auf jetzt hier. Hau wieder ab. Lass mich hier durch. Oh mein Gott. Jesus Gott. Gehst du jetzt bitte? Was war das denn? Ist er jetzt weg? Geh doch weg jetzt. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Gegen die Frau da oben aber auch nicht. Menschenskinder. Komm, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Oh man. Oder sollen wir es doch machen? Ich glaube, wir probieren es doch nochmal. Och man, jetzt geht natürlich die Tür zu. Oh. Oh! Hör auf zu schießen! Schießwürdiger Irrer, du! Ach Mann, er trifft natürlich. Wirf doch jetzt bitte eine Granate nach mir, komm schon! Natürlich wirft er jetzt! Menschenskinder, der Dude, ey! Der ist schon stressig. Wo ist er jetzt? Aha. Ach, ich weiß nicht. Ich hätte den halt schon gern umgelegt, aber irgendwie auch nicht. Oh Gott. Oh, das steht schon hier. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Das war's dann wahrscheinlich gleich. Oh mein Gott. Dann gehen wir in die Richtung, ehrlich gesagt. Komm, lauf. Lauf, dann schocke ich dich im Wasser, du Sack. Hat das was gebracht?
Wirf doch jetzt Granat nach mir, Mensch. Oh, ah, ich war zu langsam. Oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch. Ja gut, nee. Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Nein. Oh Mann. Ich hab ja nichts mehr. Ich bin ja eigentlich schon tot, ne? Das ist ja, ich hab ja kein Leben mehr, gar nichts. Egal, was gerade ist. Gott. Ja, ich glaube, das lassen wir wirklich mit diesem blöden Big Daddy Kampf. Das ist ja. Welche Katastrophe hat je mit den Gorgon? Oh Mann. Denk nur an dich selbst begonnen. Die Frage ist. Ich weiß gar nicht, der wird ja, glaube ich, gar nicht wieder geheilt, oder? Oder doch? Jetzt schießen wir einfach noch ein bisschen auf ihn. Weil ich glaube, der hatte vorhin kein Leben zurückbekommen. Das heißt. Oh Gott. Was war das denn für ein Effekt? Jesus Gott. Ich weiß halt nicht, ob sich das. Ich habe keine Ahnung, ob sich das im. Irgendwie auch nur 5 Meter weit lohnt, was ich hier gerade mache. Ja, klasse Sache. Da lag noch die blöde Granate von dem Dude. Da liegt noch eine. Oh Gott. Da liegt noch eine. Ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt, was wir hier tun. Da liegt noch so ein Ding. Ach Mensch. Hör doch auf. Schlau wie Schlumpf, ey. Wir heilen uns mal hier. Wo ist er jetzt? Ist er jetzt weg? Der ist jetzt aber nicht wirklich weg, oder? Ach nee, come on, man. Moment mal. Der ist raus. Nee, du, das glaube ich jetzt aber nicht. Das ist ja sehr ärgerlich, wenn der jetzt wirklich weg ist, Mensch. Der muss ja, wahrscheinlich muss der schon irgendwo hier unterwegs sein. Der gehört ja zum Level, glaube ich. Der rennt ja dann immer hier rum, ne? Ich habe auch gerade ein bisschen Schiss, dass er vielleicht gleich irgendwo von hinten auftaucht oder so. Oh, da ist er doch schon. Hi. Erhöht die maximale Gesundheit für 80. Das machen wir doch, hätte ich gesagt. Erhöht das Maximum Eve für 80 machen wir auch nochmal, weil wir legen ja hier jetzt gleich eh wieder so eine... So ein Kitty um. Ha! Ja, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Machen wir noch Security-Experte, hätte ich gesagt. Jo, schön, schön. Das lassen wir mal so. Oh Gott. Was war das? Ach, der hat's gar nicht mit mir, okay. Oder doch? Nicht auf mich schießen. Schießt auf den Big Daddy, ihr Penner. Hallo, wieso schießt das Ding auf mich? Ja, ich glaube, ich verstecke mich mal ganz kurz hier hinten. Ja, komm her, Dude. Komm. Habe ich getroffen? Er lebt noch, ne? Hey, jetzt aber. Der ist ja ganz schnell unterwegs hier. Jetzt ist die Frage. Hat der mich gehört? Ist er noch da? Oh Gott. Ich glaube, ich hack mir den jetzt. Ich hack mir den jetzt und mit dem kämpfe ich dann gegen den Big Daddy, wenn er überhaupt lang genug lebt, der Gute. Lass mich überlegen. Nicht rumhuddeln, sonst gibt das gar nichts. Komm noch einmal. Oh Gott, noch einmal so und so. Und dann haben wir die Sache. Zack, bumm, hätte ich behauptet. Und wenn ich jetzt den Big Daddy stressen gehe. Oh Gott. Upsi. Ja, das war's, ne? Der ist raus. Was macht. Was will jetzt der noch von mir da? Können wir ganz kurz gucken. Weg mit dir. Oh Gott. Ist doch alles gut.
Komm, gib her, du Stinkelatz. Gib her das Würmchen. Lecker, schmecker. Feine Sache. Was liegt denn hier rum? Nietenpistole. Ah ja. Ah ja, okay. Gucken wir doch gleich mal hier rein. Gibt's hier noch was? Du erhältst ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch holen. Oh, das ist jetzt doof. Ei. Gut, da muss ich nachher mal gucken, dass ich umstelle. Oder ein Dings krieg, vielleicht. Wie heißt es denn? Hilf mir jemand. So ein Ding ins Kirchenholz. Ups. So ein Upgrade, damit ich mehr Platz habe, Mensch, für Upgrades halt. So ein Upgrade. Upgrade, Platz, Upgrade. Für upgradige Upgrades der Upgradigkeit. Hoch 10. Was war eigentlich hier hinten noch? Oh Gott. Jo, jetzt hat's nach... Was hängt hier? Ah, Medical Expert Tonikum. Verbandskästen verleihen etwas mehr Gesundheit. Ich lager das mal. Hat jetzt das andere Zeug eigentlich auch immer gelagert oder ist das verschwunden? Wenn das verschwunden ist, ist das doof. Das geht. Ach, das ist mein Geschützturm wahrscheinlich. Oh. Hören Sie auf, gehen Sie weg. Achso, okay. Komm, hör auf. Nerv mich nicht. Ich wollte nicht mit euch kämpfen. Aber ihr mit mir, ne? So. So. Verbandskasten nehmen wir mit. Was liegt hier Schönes? Eine Eve-Spritze, MG-Munition. Das. Ah. Mensch. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Ja, dann hätte ich mal behauptet, das hat ja gelohnt, ne? Ups. Wirfst du Granaten? Boing. Hey. Menschenskinder nochmal, diese Granaten-Dudes, die sind ja echt das Letzte, was rumläuft, Mann. Die sind echt nicht lustig, die Dudes. Komm, weg mit dir. Da bleibst du liegen, ist am besten für dich. Ja, wahrscheinlich sind diese Tauchkapsel-Dinger damit gemeint oder sowas. Hätte ich mal behauptet. Und anscheinend kann man die da, so wie man gehört hat, ganz easy knacken, die Dinger. Komm her. Ja, das hast du davon. Ich schick dir auch die Pest, mein Freund. Hey, hau ihn jetzt weg. Mensch, jetzt Kinder. Was haben wir hier noch Schönes? Dollars. Das sind noch mehr Leute. Hör auf. Oh, er brennt. Oh, Jesus Gott. Jetzt brennt er nicht mehr. Der hat ausgebrannt. Wo kommt ihr denn alle her? Kommt ihr alle nur wegen meinem blöden Geschützturm da hinten oder was? Was hab ich mich hier eingelassen? Mensch. Wäre ich nur im Leuchtturm geblieben. Ha. Im Leuchtturm war es noch schön. Da hat mich keiner genervt. So. Oh, ups. Das wollte ich nicht. Hier könnten wir richtig sein. Vermute ich, hoffe ich. Was ist hier los? Hier ist zu. Was ist da? Ah, ja, guck an, jetzt bin ich im Kreis gegangen. Das ist ja schön, ist das. Aber da ist noch eine Genbank. Das kann ich gut gebrauchen. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier drin? Hier hatten wir jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Und Verbandskäste verleihen auch Eve. Ich hätte gesagt, wir tauschen das mal aus gegen... du erhältst ein wenig zusätzlich Gesundheit von Snacks und Bandagen. Sollen wir das mitnehmen?
Nee, warte, Moment. Wir machen mal zurück. Was kostet denn so ein Slot? Kann ich nicht freischalten, ne? Ja, Verwandtskiste verleihen auch Eve ist nicht schlecht. Aber hier, ich weiß nicht, so oft hack ich ja nicht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie oft ich... Ich mach mal extra Nutrition, also extra Nährwerte oder sowas rein. While. Ich weiß ja nicht, wie oft wir so Snackzeug finden. Ab und zu liegt schon viel rum, ab und zu liegt aber auch nichts rum. Schaut mal da unten das Wasser. Da steht nämlich der. Da steht er genau im Wasser. Das war ja klar. Das hat natürlich schon gut funktioniert. Wo ist er jetzt? Komm her, du Stinker. So, grad nochmal. So, jetzt aber. Oh, Geld. Schön. Ja, ich habe wieder nichts zum Heilen, Mensch. Läuft nicht so. Verkaufsautomat. Sollen wir das... Wir machen das jetzt. Wir kaufen uns lieber noch Heilzeug hier. Hier ist mein Geschütztürmchen. Ist da noch was versteckt? Da ist eine Tür. Da geht's weiter, oder wie? Oh Gott. Dann gehen wir erstmal da unten gucken. Wenn wir irgendwas finden können hier. Pistole. Da gibt's ein bisschen Munition. MG-Patronen. Immer wieder gerne. Die MG ist bis jetzt so ziemlich die beste Waffe, die ich auf der Tasche habe. Pistole könnten wir durchladen, ne? Können wir. Schön. Der Rest ist auch durchgeladen. Die Rohrzange ist auch nachgeladen. Was gibt's hier noch Schönes? Ein Fisch. Oh, was ist denn hier los? Ah ja, sollen wir das mal hacken? Sollen wir probieren, das zu hacken? Vielleicht kriegen wir es ja hin. Oh Gott, was ist denn hier los? Da ist ja alles kaputt. Oh, das kann ich nicht umstellen, das ist ärgerlich. Come on, man. Einmal hoch. Einmal rüber. Komm, rüber. Rüber, rüber und rüber und fertig. Schöne Sache, Tür ist offen. Noch mehr Fische. Was geht denn hier ab? Was hat denn der Dude gemacht da? Das ist ja eine ganz blöde Idee, was der da gemacht hat. Das Verhör. Ah ja. Das machen wir hier immer noch leer. Da hat er Explosivmunition dabei. Okay, die safe, dass die noch gut war, wenn die so im Strom hing. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie ein Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Ja, da ging's rund, hätte ich mal behauptet. Der Gute steht wohl ein bisschen auf Schmerzen, ne? Er meint ja unbedingt, mach weiter, ja. Jetzt wissen wir auch, warum der da unten so ein bisschen geröstet an der Wand hängt. Oder an der Röhre vielmehr, ne? Ja, der Gute. Oh Gott. Verbandskästen. Die Leiche. Der sieht auch aus, als wäre er schon länger hier. Und dem ging es, glaube ich, auch gar nicht so gut. Oder es geht ihm nicht gut. Was hast denn du für ein Nasenloch? Was ist das denn? Junge, was ist das denn für ein Nasenloch? Was hast du denn mit deiner Nase angestellt? Yes, yes, Gott. Oh Gott. Geh weg. Das ist sicher wieder die Verrückte mit den Krallenhänden. Wo bist du? Hockst du nach da oben? Da. Oh. Nee, das ist sie nicht. Das ist jemand anders. Da blinkt Zeug. Das heißt, ich muss da irgendwann noch hoch. Da habe ich ja Bock drauf. Sehr viel Bock. Kann man hier rein? Nee. Kann man hier schwimmen gehen? Besser nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt erst. Was ist los? Ach, klopfen wir mal an.
Ja, natürlich gleich mit der Rohrzange. Hallo. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gerne eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Dein Ernst jetzt, oder was? Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Was? Oh mein Gott. Was hält die denn aus? Muss man überhaupt gegen die Gute kämpfen? Lass mich hier raus. Oh mein Gott, was ist mit der guten Frau los? Oh mein Gott. Hallo? Was geht ab hier? Oh mein Gott, ey. Ich blute! Ich blute! Gott, oh Gott, oh Gott. Haut die jetzt auch ab oder kommt die wieder? Hau bloß ab, bleib mir bloß fern, du. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt ach du. Schnapp dir die Kamera und fotografiere die, ja, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Jo, klar, okay. Und denk daran, mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Jo, ist gut. Lass mich in Ruhe jetzt. Du verrückter Sack, ey. Nein, was geht denn hier ab? Der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan hat Gott nochmal. Wo ist er? Mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Bist du raus oder nicht? Wer schießt denn jetzt? Hey, der Geschütz zum gehört doch mir, oder? Oder nicht? Oder wollt ihr auf die schießen? Ich bin verwirrt. Boah, Junge, da geht's wieder richtig rund. Wo muss ich jetzt hin? Nach da hinten, oder was? Nee, hier lang. Da muss ich wahrscheinlich erstmal hoch. Jesus Gott. Wie sieht's verbandskastentechnisch aus? Haben wir noch ein bisschen was auf Lager? Das lassen wir so. Ich muss mal ganz kurz abspeichern hier. Die Sache gebe ich mir nicht ohne Speichern jetzt, wenn ich so weit gekommen bin, gerade schon. Ich meine, der Big Daddy ist raus. Ein paar Duderinos sind raus. Der Dude ist auch fast raus. So, jetzt ist er raus. Kommt der nächste oder was? Oh, Geld. Das sehe ich gern. Hallo? Ich hab dich gesehen. Irgendwo da hinten hockst du doch. Oder nicht? Ach, hier ist jetzt offen. Da war vorhin zu. Oh Gott. Ja, schön wieder in die Falle gerannt hier, hätte ich behauptet. Da, fang. Kannst du gerade behalten, das Zeug. Das will ich nicht. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Oh. Ach, da waren wir ja auch schon, ne? Das ist bei den Kapseln, genau. Ach, da sind wir ja rein, nicht Depp. Da sind wir ja rein. Nur das halt hier, das Gitter zu war, genau. War das da oben jetzt eigentlich ein Geschützturm oder nicht? Oh, es liegt hier noch versteckt. Schrot. Da unten ist auch noch Zeug. Kiste mit Granaten, die ist wieder leer. Da geht sogar runter. Sollen wir da runter? Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das tun wir. Wenigstens alleine für die Eve-Spritze, ne? Muss ich schon kein Geld ausgeben. So, was haben wir hier noch Schönes? Ein Tonbändchen. Die Fontaine muss weg, das hätte ich aber auch behauptet. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Oh, da oben geht's rund. Da oben geht's rund, hätte ich gesagt. Was ich auch noch sage ist, vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich muss das splitten. Das wird, glaube ich, wieder zu lang. Bis dann, haut rein.